Und willkommen zurück zu Elden Ring, der Piraten-One. Das letzte Mal habe ich diese komische Puppe abgegeben, Rodrigo dazu gebracht, naja, Geistübereinstimmung zu erlernen. Auf jeden Fall konnte ich meine Quelle verbessern. So, dieses verpflanzte Ding hier, das bond nicht mehr, das haben wir das letzte Mal besiegt. Da ist Godfrey, nicht Godric. So, ich versuche heute Schloss Sturmschleier zu schließen. Also gehen wir hier hoch. Sagen gehen, hallo. Hallo. Da ist noch ein Item. So, dann kommt man hier draußen zu dem großen Platz, wo ich schon mal war, vor zwei Parts. Pfeiler. Naja, wo ich weggerannt bin. Laufen nach links. Da geht's noch irgendwo runter, ne? So viele Wege. Ja, okay. Hier sind viele Gegner. Wo kommst du denn her? Schade, dass ich noch nie mit zwei Schlägen besiegen kann. Aus dem Sprung im Griff. Mach das mal nie. Kurz Heilung drücken. Der schlägt genauso schnell zu, das habe ich jetzt nicht ganz bedacht. Okay. Schön einen nach dem anderen hier. Die gehen echt ihren Job nach, ne? Die Eis und ziehen sie es durch an diesem Teil. So, da wird zum Haupttor gehen. Da wollen wir natürlich nicht hin. Deswegen hat er unten auch Glück. War ich da oben schon mal? Ach, Moment, da fällt noch was ein. Ich lege nur gerade hier schon am besten Lauf. Wie viele sind denn hier noch? Ja. Macht eine schnelle Kombo. Wenn ich oben bei den Falken vorbeilaufe, komme ich am besten, glaube ich. Wir haben doch unseren Freund noch gar nicht wieder gesehen, der uns meine Runen geklaut hat. Okay, ich kann das mit Schlägen durchziehen. Randpfeiler. Eine Halbmond-Axt. Das nächste Mal runter. Wir looten noch schnell mal hier durch. Wir müssen natürlich dahinter weiter. Da ist noch ein großer Gegner. Mit einem Hund. Der gar nicht so einfach zu besiegen ist. Okay. Dann müssen wir leider mal hoch. Ich weiß. Sehr schade. Hier hängen echt viele Leichenteile. Der Fahrstuhl ist da. Okay. Nicht, dass ihr den Tod stürzt, das wäre ja ärgerlich. 6000 Runen haben wir. So, dann müssen wir hier langlaufen. Da. Eigentlich müsste da oben der Typ sitzen, aber tut's nicht. Hm. Na gut, dann. Sparen wir uns das. Ich habe eigentlich schon ein paar Mal ertappt auf frische Tat. Sitzt noch hier drüben? Nee. Oder bin ich schon zu weit gerannt? Ich weiß es nicht. Wir sehen ihn auf jeden Fall nochmal wieder. Dann können wir einfach weiterlaufen. Ich habe ja vor, in diesem Part dieses Schloss endlich abzuschließen. Ich hoffe, das schaffe ich. So. Dieser Typ, da ist gar nicht so einfach zu besiegen. Als erstes würde ich ganz einen Hund loswerden. Der läuft schneller als gedacht. Okay, da kommt sein Hund. Sein Hund haben wir besiegt.
Hier ist irgendwie so ein leuchtendes Ding am Boden, da muss ich ja draufhauen. Das hier. Kannst du mal irgendwie so einen Schlag machen, der das kaputt macht? Nee? Ich weiß nicht, welchen Schlag der dafür braucht. Ich werde versuchen, zu besiegen überhaupt. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt unbedingt. Nur weil ein Sprungangriff und zückt er zurück. Oh ja, kritisch. Komm her. Oh, Blutschaden dazu. Okay, Sprungangriffe. Ja gut, da würde irgendwie Schmiedestein in der Regel rauskommen. Glaube ich. Ich weiß es dann nicht genau. Ich habe es nie kaputt gemacht. Ist doch ziemlich nervig. Okay, Gemälde, Prophezeiung. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Vielleicht muss ich einen Ort aufsuchen einfach nur. Und krieg dann Gegenstände. Ja doch, ich glaube, so war das. Krummfingermedizin. Ja, da gibt es doch so einen Baumgeist. Will ich den noch besiegen vorher? Oder machst du das nachher? Nach Godwick. Signale aktivieren. Das kann ich doch runterlassen. Interessant. Das dürfte zu sein. Nicht von dieser Seite. Okay, fahren wir hoch. Also man könnte auch draußen weiterlaufen. Es gibt jetzt zwei Wege so gesehen. Ich lasse das mal wieder runter. Wenn ich sterbe, kann ich unten gleich wieder hochfahren. Das sind ein paar Töpfer, Freunde. Oh, das ist ein großer Topf. Meine Waffe ist leider nicht so gut geeignet für die. Wie man sieht, mache ich gar nicht so viel Schaden. Und bluten könnt ihr auch nicht. Auch zusammenbrechen. Okay, so eine Sauerei. Lebendes Gefäß. Okay. Gesprungener Topf. Gesprungener Topf. Da kann man nämlich noch hoch. Sturmrufer. So. Da muss da an der Barrikade. Moment, aber bevor wir das machen. Bevor wir das machen. Hier ist mir schon Godwick. Könnte ich jetzt schon bekämpfen. Warte mal, eine Gnade. Den Riesen werden wir auf jeden Fall fertig machen. Auch wenn es ein Troll ist. Ich hab gehofft, der Troll trifft die. Jetzt machen wir keinen Scheiß hier mit dem Schwert. Der kann gegen das Tor laufen? Das habe ich noch nie gesehen. Okay. Hat einen Grund, warum ich den besiegt habe. Da vorne ist mir Schuss. Das Ungut einsammeln. Davon gibt es auch irgendwelche Falken auf jeden Fall. Goldene Saat. Da müsste ich mir jetzt eine neue Flasche holen können. So, hier drin dürfte es noch eine verbündete Person geben. Du warst ein feiner Warrior. Deine einzige Mistake war deine Choice of Master. Let the winds lift you. Also, redet mit denen da. To a higher place. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Ach, ist ja bestimmt die Godwick geholt, oder? Der ist nur ein Loser. Nifili, Lux. Das ist nicht ihr Vater. Beschmutzt. So, jetzt kann ich dir rufen bei Godwick. Ich weiß nicht, ob ich das machen will unbedingt.
Ich meine, da wäre meine Piratenkuh größer. Ach, der ist doch, oder? Okay. Miete 1. Ich brauche die 3. Goldene Hune. Ach, es ist so ein schwarzer. Mein Glück. Wo kommst du denn her? Ich wollte mal gucken, ob ein Vogel da ist. Ich treffe den hier. Jetzt treffen wir ihn. Okay. Das hört man. Da ist noch einer. Ich glaube, ich sehe ihn hier. Spielstein 2. Ich verstehe nicht, wie ich Spielstein 2 ich hier bekomme, aber. So, hier unten ist dann der Hauptplatz. Wo wir gegen diesen einen Dödel gekämpft haben. Da ist unsere Gnade. Hier steht der Fahrstuhl. Halt! Darüber will ich noch. 9400. Das könnte reichen. Inventar. Eine 5er Rune. 1600. Sollte für ein Level-Up reichen, oder? Bevor ich diesen Baumgeist bekämpfe, würde ich gerne noch ein Level-Up machen. Oh, halt, Flaschen. Stimmt. Probeträne. Halt. 7. Ich könnte auch 8 machen. 8. Ich nutze diese Himmelsträne eigentlich nie, aber ich habe gerne eine Flasche davon da. Na, oh, mir fehlen 800 Runen. Moment. Ich weiß nicht, ob es genau 800 sind. Deswegen mache ich einfach davon 5. Nochmal 11.000 werde ich zusammenkriegen. Eigentlich brauche ich da 12.000 dann. Okay. Dann. Nochmal Stärke. Geschick wäre eigentlich besser an dem Punkt. Oder mehr Leben. Weißt du was, wir machen mehr Leben erstmal. Wir müssen sowieso noch auf. Keine Ahnung, 45 oder so kommt fürs Endgame spätestens. Oder 50. Denn wir könnten relativ schnell uns Gegner finden, die uns wahrscheinlich dann irgendwann one-hitten, ne? Also relativ schnell. Zum Ende hin halt. Wie schnell sind wir am Anfang vom Spiel? So, die Jungs lassen wir diesmal in Ruhe. Springen hier rüber. Okay. Kreis begonnen. Ah, Nachricht. Da. Okay, mal gucken. Spielstein 2. Genau hier geht's weiter. Ich brauch Spielstein 3 nach wie vor. Spielstein 1. Goldene Hune. Tilias Träne. Lilie. Immer noch kein Rumpf. Gegner suchen rechts. Guter Tipp. Ah, hier ist noch einer. Ist alles egal. Ah, gut gemacht. Da hat gerade einer hochgeschossen. Ich komm mal runter, Jungs. Ungefähr so. Aber es sind noch mehr. Okay. Ihr könnt euch sitzen bleiben. Das macht keinen Unterschied. Da ist noch einer. Oh, ein Bollwerkturmschild. Gegner voraus. Eine besondere Nachricht. Es ist so zu der Nähe. Das ist unser Magierfreund.
Oh, Schmiedestein 3! Das habe ich schon gesucht. Ich kann meine Waffe upgraden. Ich laufe dir mal hinterher. Immer geradeaus. Kann nicht schief gehen. Wieso? Wie schafft der? Benötigtes Objekt. Du müsstest doch rüber zeigen übrigens. Nicht dahin. Ich will das haben. Wir wollen es ansehen. Hui! Goldene Runde 5 übrigens. Was ist für tot? That is war. Regenbogenstein. Halt hier, Shortcut. Ganz wichtig. So, jetzt die Tür, die zu war vorher. Da drüben ist nix. Hopp. Und hopp. Ach, Fledermäuse waren hier. Oh nein. Ja gut, dann weiter runter, ne? Muss ich da drüben? Nee. Nein, 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 okay. Ich hab keine Ausdauer mehr. Okay, aber wir haben sie besiegt. Mal kurz Licht an hier. Zack. Dann sieht man auch mehr auf der Aufnahme, glaube ich. Auf der Aufnahme ist sowieso immer dunkel. Ich weiß nicht warum. Ja. Ich muss sowieso runter. Ach, sehr gut. Schnell zweimal. Ich brauche keine mehr. Ich brauche die 3. Aber zumal die 4 wird auch nicht schaden. Die brauche ich danach. Ratten. Ganz viele Ratten. Ja, schwache Feinde. Aber da war sie nervig. Boah, da ist eine Ratte voraus mit leuchtenden Augen. 5-mal so viele Runen für mich. Die geben noch nicht viel. Glaube ich. Warte mal, komm, wie gibt die mir? Ja, 100. Eine fette Ratte. Zum Glück habe ich schon kleine Probleme mit großen Ratten. Und die großen Probleme mit kleinen Ratten. Ich hatte gerade einen Funkel gehört. Magisches Talent, was man hier gesprochen, aber. Ja, nimm's mal mit. Da ist ein Bosskampf. Und hier ist nix. Nö. Ja gut, dann Bosskampf. Will ich meine Qualle rufen für diesen Geschwür-Heini? Ja, ich habe schon einen bekämpft. Weißt du was? Wir haben unsere Qualex aufgewertet. Das wäre doch... Kann ich hier rufen, ist die Frage. Ja. Ich kann die Qualle hier nicht rufen. Okay. Ich würde gerne erstmal analysieren können, überhaupt. Dann würde ich schon eine Heilung drücken wollen. Okay, jetzt geht's los. Oh Gott. Das ist nicht sehr gut, ne? Also. Wie hat er mich danach getroffen? Das ist gar nicht genauso stark wie der andere, der unten drunter ist. Also mit dem Grab. Heilung! Weiter geht's. Boah, weggerollt. Blutschaden. Okay, da will hochgehen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Drücke unsere Special Heilung. Na, ah, ich wollte jetzt einen Schlaglink machen. Naja, shit. Okay, Endtreffer halten wir noch aus. Okay, wir halten kein Treffer mehr aus. Heilung, Heilung! Okay. Na, shit.
Der will mich fressen. Will er doch nicht. Okay, er geht nochmal in die Luft. Danger-Schlüssel. Ich komme zu nichts mehr. Aber da müsste eigentlich auch bald zusammen crashen. Wo nochmal Blutschaden. Würde ich auch mitnehmen. Zusammenbrechen oder Blutschaden, suchst du raus. Der geht hoch. Hab gehofft, den vorher zu töten. Heilen, 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 heilen. Okay, den Kram schaffe ich aber. Ich habe genug Heilung noch. Ah, geschafft. War ganz einfach. Goldene Saat. Der hat mir weniger gegeben als da unten. Da hat er auch genauso viel ausgehalten. Da hat er weniger Schaden gemacht. Wurfdolch. War das alles? Dann gehen wir wieder. Da ist ein großer Kopf. Ich schwör das. Todeswurzel. Ich glaube, das ist irgendwie Godwin, aber irgendwie auch nie. Das ist irgendwie seltsam. Sieht komisch aus auf jeden Fall. Zwei Heilungen hatte ich noch. Wir waren alle im grünen Bereich. Ich hab so mittendrin ein bisschen reingeschissen. Davon war ganz gut. Eigentlich hab ich es irgendwann zusammengekriegt, aber irgendwie hat es nie gemacht. Was soll die Scheiße? Ich glaube, die Todeswurzel ist das, was man mir mitnehmen soll. Was der Typ sucht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist verdammt lange Leiter. Hört die irgendwo auf? Ich kann sie sehen. Und ihr Leitern. Wenn ich mich beeile, kann ich noch Gottwig herausfordern. Ich könnte noch meine Waffe einmal upgraden. Ja, Mann, gut gemacht. Reißet Leiter. Und eine sehr lange Leiter. Okay, wir springen hier runter. Ach, hier war diese Nebelwand. Mit dem Messer. Okay. Dann. Ja, draußen wieder alle da. Gehen wir nochmal in die Tafelrunde. Tafelrundfeste. So, hier nicht, aber hier. Ich hab da zwei Schmiedesteine, die ich unbedingt verwenden wollen würde. Kiesasche, Quatsch. Hier. Ah, oh, kriegen wir gut Schaden drauf. Okay. Vielleicht gehe ich noch ein Level ab zusammen, das wollte ich gerne mal testen. 1600. Sieht gut aus. Hier zwei benutzen. 2400. Okay, viel fehlt gar nicht mehr. Davon 5. Das sind nochmal 2000. Müssen wir noch eins nutzen? Dann haben wir 12.000. Soll doch für ein Level abreichen. Eine Flasche kann ich nicht holen, dann brauchst du noch eine goldene Saat. Ah, shit. Wir fehlen 300. Nutzen wir einfach noch eins. Okay, dann ist Gottwig dran, würde ich sagen. Schaffen wir das in dem Part noch. Ist doch wunderbar. Stufenstieg. Es macht es gleich viel als Beizen, ne? Aber ziehen das mal Stärke ein bisschen hoch. Da habe ich mir so wenig. Wie gesagt, bei 2 nicht profitiere ich ein bisschen davon. So, dann hier abgelegene Zelle. Ich weiß nicht, ich mach's ohne Beschwörung, oder? Ich könnte ja sie rufen. Ich probiere das mal ohne. Da unten hockt er. Mighty Dragon. They're the true born heir.
Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. Gegen Radan und Malenia kassiert und jetzt hockt er hier rum und macht die größere Nummer. Und ich meine, das ist sicher, warum der verpflanzt heißt, oder? So, wie sieht's der Schaden aus? 200. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Kampf funktioniert. Oh. Stimmt's jetzt vor? Zu früh gerollt. Ich hab gehofft, der bricht mal zusammen. Ich geh mal eine Heilung. Okay, da müsste man springen, um das auszuweichen, wenn er dran ist. Ja, mal gucken, was da hier für eine Kombo abzieht. Da ist eine Öffnung. Oh, Blutschaden, habt ihr das gesehen? So, er rollt hier rüber, macht seinen Sprungangriff und jetzt kann man ja ein bisschen punishen. Wir können ein bisschen Schaden machen. Blutschaden nochmal. Jetzt hat er einen Drachen als Arm. Schnell, schnell, schnell. Ich hab keine Ausdauer mehr. Okay. Guck kurz, was er macht. Wie gesagt, ich hab keine große Ahnung mehr, wie der Kampf abläuft. Da kann man viel punishen. Ich würde mal kurz meine Special-Heilung reindrücken. Au! Oh! Wenn es erlaubt ist. Okay. Tja, ich bin hier, um den Gold zu klauen. Okay, große Rune, die hat durch einen Sieg über Fragmentträger erhalten, haben ihre Kräfte verloren. Ihr könnt diese jedoch in Heiligentürmen zwischenland wiederherstellen. Ja, das wissen wir. Also ich weiß es. Echte Verpflanzen. Das kann ich jetzt an diesen laufenden Mausoleen, kann ich diese Seele verdoppeln. Und ich muss sagen, Fürst 2 übrigens. Damit kann ich mir dann, ich glaube, einen Drachenangriff holen und oder seine Axt. 20.000. Da hinten ist unser Freund. Also, Freund. So, gehen wir auf Geschick, gehen wir auf Leben. Wir machen erstmal Leben bis 25 demnächst. Würde ich mal sagen. Na, Khan kann man auch noch hochziehen. Da profitiert meine Waffe ebenfalls noch.
Aber ich glaube bei Stärke und die. Also beim Geschick. 4000 sind das nochmal. Da haben wir 11.000. Sehr gut. Und davon brauchen wir dann 1800. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wie viel ich genau brauche. Nein, 500. Warte mal, schulden wir sowieso noch ein paar Runen. Er hätte auf eine Leiche eintreten. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Mir fehlt ein Arm, sehe ich gerade. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I'll tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Ich muss sagen, dass ich mich irgendwo einsperren wollte jedes Mal und gewartet habe, bis ich tot bin. Ach, da gibt es Banditensachen. Aber sonst nichts, was wir brauchen. Eine Faustwaffe. So, ne? Du hast mich beklaut. Machst du nicht nochmal? 200... Klangperle. Ich dachte, ich gebe meine Runen wieder. Okay. Moment. Ich muss hier nochmal jemanden von besiegen. Ich finde es cool, dass da eine Gnade ist und hier nachher mal. Nicht so ungut, aber ich brauche hier mal ein bisschen Zeug. Oh. Nein, nein, nein! Mein Gott, Wohler ist leer. Was? Wo hast du das aktiviert? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt schnell besiegen innerhalb von ein paar Sekunden. Nein, ist wieder leer. Ich brauche einen Controller. Wie wird die Sache ausgehen? Wenn ich schon mal drücke. Hab vielleicht noch mal eine Sekunde. Shit. Okay, Moment. Ja, hab ich ganz vergessen natürlich. Ah, der Controller war leer. Ich will jetzt noch diesen einen Level abmachen, den Port. Und jetzt brauche ich meine Runen wieder, bevor ich ernsthaft kämpfe. Die liegen sehr günstig. Ja. Dankeschön, dass du die weggeräumt hast. Jetzt stirb einfach. Okay, da gibt mir 1200. Jetzt kann ich ein Level abmachen. Verdammter Mist, ne? Okay. Level up. Was ist aber 25? Das scheint mir ganz vernünftig zu sein. Mein Lebensbank ist größer als mein Ausdauerbalken. Juhu! Gut, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Mit vollem Controller.